für euch heute ein Aufgebraucht-Video drehen und ich glaube, ich habe das auf meinem Kanal erst einmal gemacht und das ist wirklich dann schon Monate her, Anfang des Jahres, und jetzt habe ich mal ein bisschen wieder gesammelt und dachte mir, jetzt ist eine Tüte voll und jetzt zeige ich es euch einfach mal und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ich beginne mit einer Mundspülung von Odol Me 3, die Extreme Mundspülung. War ganz okay, ich fand den Geschmack jetzt nicht so gut, ich fand, der ist nicht so wirksam gewesen, der war eher ein bisschen so, nee, also der hat mir nicht so gut gefallen und ich sage euch auch meine ehrliche Meinung zu den Produkten, also nichts denken. Und ja, ich bin jetzt eigentlich schon froh, dass die leer ist. Dann machen wir mit einer Spülung weiter und zwar mit der Balea Feuchtigkeitsspülung Mango und Aloe Vera für trockenes und strapaziertes Haar. Die werde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen, für 65 Cent kann man da echt nichts sagen. Sie macht die Haare wirklich weich und deswegen kriegt sie einen Daumen hoch von mir. Dann habe ich zwei More Blonde Shampoos leer gemacht. Die habe ich mir jetzt auch wieder nachgekauft. Ich liebe sie einfach. Ich habe jetzt meine Haare wieder gefärbt und das hilft auch den Orange-Stich ein bisschen so blond zu machen. Und deswegen sehr gutes Shampoo für den Preis, 1,25. Also da kann man wirklich nichts sagen. Dann, ich greife einfach bunt rein, eine Spülung von Balea, die Repair-Spülung. Die mochte ich nicht so, deswegen werde ich sie mir auch nicht mehr nachkaufen. Die hat meine Haare, also es ist auch wieder für extrem strapaziertes und trockenes Haar. Aber erstens riecht sie nicht so, wie ich, also da finde ich die andere besser und die hat den gleichen Wirkeffekt, deswegen werde ich mir eher die andere wieder nachkaufen. So, dann ein Haarspray sehe ich hier. Also das, die meisten Sachen sind von Balea, weil ich da einfach am liebsten meine Sachen kaufe. Dann das Balea Volumen Effekt Haarspray in extra stark 4. Werde ich mir nicht mehr nachkaufen. Hat mir irgendwie nichts geholfen. Es hat keinen Halt gegeben. Deswegen Daumen runter. Weiter geht's wieder mit einem Shampoo. Und zwar das Balea Silberglanz Shampoo. Das hat mir auch sehr gut geholfen. Gelbstich einfach oder Orangestich rausholen und das werde ich mir jetzt auf jeden Fall wiederholen. Ist ein sehr gutes Shampoo, kann ich empfehlen, kriegt einen Daumen hoch, weil es einfach gut ist und den Gelbstich schön aus euren Haaren rausnimmt. Dann kommen wir zu einem weicheren Haarprodukt und zwar zu dem Gatsby Hitzeschutzlotion. Fand ich sehr gut, fand ich echt sehr, sehr gut. Es hat einfach die Haare nicht verklebt und deswegen werde ich es mir wahrscheinlich wieder nachkaufen. Ich hatte jetzt ein neues von der Pinkbox, aber wenn das dann leer ist, werde ich mir das sicherlich wieder kaufen, weil es einfach sehr gut eure Haare schützt und dazu auch nicht verklebt. Machen wir mit dieser Creme hier weiter und zwar ist das die mattierende Creme mit Fruchtsäure, verfeinert die Poren und das ist echt meine Lieblingscreme. Ich hoffe, die gibt es noch, die werde ich mir auf jeden Fall wiederholen, wenn es sie noch gibt, weil die echt eure Haut schön babyweich macht, sie riecht gut und sie pflegt gut. Deswegen Daumen hoch. Dann ein weiteres Shampoo und zwar das Jeden Tag Shampoo Blaubeere. Ich kaufe mir immer die Limited Editions von den Jeden Tag Shampoos. Ich habe schon Apfel jetzt, Erdbeere glaube ich, ganz viele und ich liebe die einfach. Und für 65 Cent kann man dazu nichts sagen, sie pflegt die Haare gut. Und riechen auch dazu noch sehr gut. Oh ja, voll lecker nach Blaubeere. Dann eine Dusche und Creme Limette und Aloe Vera. Man kann nichts dazu sagen. Sie pflegt gut, sie riecht gut, sie hält. 65 Cent, 300 Milliliter, Daumen hoch. Und das hat sich gerade ein bisschen komisch angefühlt. Noch ein Duschgel und zwar das Melon Tango Dusche mit fruchtigem Melonenduft. War eine Limited Edition, auch gut, kann man nichts dazu sagen mehr. Es sind super Duschgele und ich liebe sie auch und da kommt auch noch eine. Das ist die Dusche und Creme Blaubeere, Shampoo und Dusche vereint und riecht auch gut. Oder hat gut gerochen, besser gesagt. Das sind ja die Limited Editions, die gibt es ja immer nicht lang. So, dann kommen wir schon zu den letzten paar Produkten. Dann ein Abschminkprodukt von Ciaia, Tonic Vitamin Wavel. Das ist ein Abschminkwasser und es ist aus Polen und es war sehr gut. Kann ich aber nicht so dazu sagen. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann das L'Oreal Hydroactive 3 mit Zellentechnologie Reinigungsfluid. Kriegt einen Daumen hoch, ich liebe es. Ich werde es mir immer wieder nachkaufen und deswegen ist es ein Top-Produkt. Dann kommen wir zu noch einem Abschminkprodukt und zwar zur Eisenberg Paris Zone Wallet
Wie heißt denn das jetzt? Das ist auch so eine Creme, so ein Abschmink-Remover. Genau, das habe ich jetzt gesucht und das ist sehr gut, aber es kostet so viel. Ich will den Preis gar nicht aussprechen, wie viel das kostet. Das habe ich mal zugeschickt bekommen und oh mein Gott, es ist Neon. Das tut mir so im Herzen weh. Also da seid ihr wirklich einmal mit dem Bodypad über eure Augen gegangen und euer Augen-Make-up war komplett weg. Also wirklich sehr, sehr gut. Und es wird sich auch für den Preis lohnen, aber nein, ich kann nicht so viel Geld für sowas ausgeben. Das geht nicht. Nein. Dann eine Handseife, Küschzauber. Ja, fand ich ganz okay. Aber ich liebe einfach die Seifen von Balea. Sie riechen einfach auch immer so gut. Und deswegen Daumen hoch. Und mein letztes Produkt ist diese Zahnpasta von Donte Dente Vanilla Mint Zahnpasta. Und die gibt es leider nicht mehr. Das war eine Limited Edition und ich würde sie mir gern wieder nachkaufen. Jetzt habe ich gerade die mit Grapefruit, aber die war tausendmal besser. Und ja, leider ist sie leer. Und das war mein letztes aufgebrauchtes Produkt, sehe ich gerade. Yay! Yay! Dann war es das mit dem Video schon wieder. Ich will den Schluss immer ein bisschen kürzer fassen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr ein weiteres aufgebraucht Video wollt. Dann sammle ich ab jetzt immer weiter. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Tschüss, meine Lieben.